Hallo und herzlich willkommen zu Real Game Tower Games. Ich bin der Peter und an meiner Seite befindet sich der Klausi. Hallo Klausi. Ich bin nicht der Klausi. Klausi, soll ich mal Udo Lindenberg nachmachen? Ja, Mama. Tupendudu. Ja. Tupendudu. Was hat er mir noch gesagt? Sie spielt die Cello. Ja. Hin am Horizont geht's also richtig weiter. Genau. Tupendudu. Ja. Gut, oder? Ja. Ja, Entschuldigung, ich bin bitte hier raus, wir möchten hier Regen Tower Games spielen machen. So, hallo, herzlich willkommen zu Regen Tower Games nochmal. Mein Name ist natürlich Gonis und Johannes Bode ist auch hier. Nee, der ist auch immer noch nicht da, der war auch noch nie hier. Ja, wir sind hier in der Schule und erfreuen uns des Lebens noch. Guck mal, wie Licht ich mache. Guck mal, wie Licht du machst. Wie Licht ich mache. Wir haben noch die ganze Schule vor uns sozusagen, ne? Wir haben da noch viele Räume zu erkunden, glaube ich. Wir haben schon komische Botschaften gefunden. Ja, so bloody, 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 richtig bloody. Bloody. Ah! I need some money. Immediately. Money? This is not a bank. I know. I'm fully aware of my demand. What is the motive behind this demand? Necessity. Necessity for money. I'm not supplying money for necessities. So, you are not prepared to give money. Yes, I'm not. I realize that. But it is because you don't have money or else bloody. Hello? 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 Weißt du noch früher, als wir immer so Szenen reingeschnitten haben? Ja, das war geil. Genau, was ich nämlich noch sagen wollte, dass wir uns letztes Mal gar nicht aufgefallen ist, als dieser Hundekopf da lag, dass der unter einem Basketballkorb lag und Blut an dem Korb war. Wir haben das einfach nicht gemerkt. Wahrscheinlich habt ihr gedacht, Mann, sind die dumm, warum merken die das nicht? Oh, was ist das? Ist das ein Hundekopf? Ja, Alter. Na gut. Und ein Holzfäller. Besser als ein Pferdekopf. Aber es ist mir beim Let's Play Schneiden aufgefallen. Ja, das macht doch Ja, ich musste das machen, weil Bruce krank ist. Sind die jetzt wieder da? Bob Andrews hat gesagt. Ich hab's nicht verstanden. Sind die jetzt wieder da, oder? Ich hab keine Ahnung, ich glaube, die Musik war hier so. Ich hab die doch platt getreten, die Leute, ne? Also anscheinend kommen die nicht wieder, das ist, finde ich, gut. Aber diese Musik macht dann irgendwie Angst. Warum Ach, ich kann das Licht ausmachen. Warum gehst du eigentlich wieder ich zurück? Ich gerade mal... Ja, wieso? Wir sind doch zurückgegangen zum Speichern. Was war das denn jetzt gerade? Ich bin gerade mal... Ich habe gerülpst. Ich versuche gerade rauszufinden... Wie ich zuschlage. Ich bin gerade. Ich fahr stich ein Machst du immer, wenn du mit irgendwem telefonierst und so tust, ja. Das ist so Störung, ne? Ja, ja leider! Endung! Ah! Oh. Ein Maulwurf, Mensch. Haja! Oh nein, es sind mehrere! Der, und der beißt den Arsch! Der kackt mir den Arsch, wollte ich sagen, das wäre falsch gewesen. Warum vielleicht ist. Man weiß ja nicht, wie das da ja, bei denen ist. Bei denen. Ja da. Haja! Oh Gott! Haja! Haja! Das ist Robby und Dingens. Nimm das, Maulwurfsmensch, der eigentlich ein Kinderzombie ist. Ich weiß nicht, ob jetzt beißt er mir die Säcke ab. Ich hasse die, ne? Ich bin tot. LOL! Ah! Roffel, du hast LOL gesagt. Vielleicht solltest du doch die Waffe benutzen. Oder abhauen vor dem. Aber habe ich die nicht vorher auch schon fertig gemacht? Weiß ich damit? Nicht. Ich glaube schon, sonst hätte ich das ja nicht. Also jetzt nochmal auf meine Frage zurückzukommen. Aus der Nähe hat Harry bessere Chancen, einen Gegner abzuschießen. Daher den Gegner möglichst nahe herankommen lassen und die Treffsicherheit zu steigern. So spart Harry auf lange Sicht Munition. Der gute alte Harry. Potter? Ja, Harry. Konntest du dich an Rita gar nicht entsinnen. Entsinnen? Jetzt nochmal eine Frage. Du bist ja gerade in der Infirmary, was auch immer das heißt. Ja, das ist dieser Medical Room. Und, ist hier nichts anderes? Nee, da haben wir vorher alles gecheckt. Ich bin ja auch eben nochmal rumgelaufen. Ja, nee, aber auch kein anderer Raum oder so. Was ist denn das für ein komischer Raum hier? Auf dem Schulhof oder was? So, das. Nee, du, das ist hier im Gang, du, davor. Du. Da sind wir nur zuletzt hingegangen. Ach so, ja, aber warum weil bist du denn den hier, Raum übergangen warum bist du denn jetzt hier zum Pausenhof gegangen und guckst nicht hier mal weiter? Weil hier alles dicht ist, du. Oder nicht? Oder bin ich wieder zu? Wie kommst du denn darauf? Hä? Ihr. Komm wieder so, das her. Ist nur ganz kurz. Ach so, da ist die Infirmary. Jetzt? Ja, da sind wir nicht reingegangen, weil ich einfach dran vorbeigelaufen bin. Weil ich oh, jetzt habe ich, hab ich das verstanden. Ah. Weil ich dumm bin. Ich glaube, ich kann die doch gut hier mit töten, nur ich war gerade schlecht.
Außerdem ist das ja Wurst, ne? Mm, Wurst. Regenrinne ist das. Okay. Und... I don't get it. Was ist eine Regenrinne? Wie ich in ihn reingerannt bin. Das war ja ganz schön dumm. Ah, er nimmt also die Feiglingstaktik. Ah, nee, doch nicht. Er nimmt Nein, ich nehme noch die dummer sein als vorher. Oh, jetzt habe ich hier... Du kannst natürlich auch ein Tonikum nehmen, ne? Oh. Habe ich vielleicht schon vorher weniger erleben, oder... Warum ist das so schlecht, Janis Bruder? Nee, ich weiß auch nicht. Das können wir ja gar nicht drin gerade. Ich bin voll nicht drin. Peinlich. Das ist mir peinlich. Nee, ich hatte noch nie zwei Gegner auf einmal, du. Also entweder musst du vor den abhauen oder deine Pistole benehmen. Aha. Wow. Dann kann also die Sicht ändern. Jetzt nehm, ich sag, nimm deine Pistole. Ich hab die doch vorher auch mit dem Rohr fertig gemacht. Wer sagt das? Weil das jetzt zwei waren. Ja, und weil es zwei sind, nimmst du eine Pistole. Schinkenwort. Guck hier so. Geil. Geil, ne? Finde ich auch. Ja. Wie komme ich denn nochmal ins Inventory? Guck, ich bin nämlich schon Orange, ne? Nehme ich das doch ist ein Tonikum. Ne? Nehme ich ein Tonikum. Habe ich 6 von, ne? Man nennt die auch in Fachkreisen Fehler. Donkey Kong. Donkey Kong? Ja. Das ist lustig. Hab Bananen geballert und bin meinen Weg gegangen. Tschüss! Hä? Hör auf. Das sieht man gar nicht. Das hätte ich gar nicht machen wollen. Er hat gerade so getan, als würde er gehen. Ach, kannst du auch mal durch die Tür gehen vielleicht? Hans-Bredow-Straße, Mann. Ich arbeite Hans-Bredow-Straße. Ah. Ich laufe jetzt einfach in den Storage. Einfach. Wir wissen alle, wo du arbeitest und deine Fans campen vor deinem Arbeitsort. Ja, jetzt würdest du noch irgendwie in Istanbul gibt's die auch nochmal. Können wir ja gerne. Ey, was sind das denn für Arschgeweih? Und ich mache mal auszusehen, dass Licht Arschgeweih. Das Schloss klemmt. Die Tür kann nicht geöffnet werden. Super. Mann, hol deine Waffe. Hol deine Waffe raus. Gott, halt deine Fresse. Ist echt nicht lustig. Ach, okay. Man muss irgendwie so aufpassen. Manchmal steht da... Das Schloss kann jetzt geöffnet werden. Und dann geht man weg, weil man es nicht liest und... Das ist mega dumm. Kann nicht. Oh. Hm, hier gibt's ja viele... Eine Waffe, du dreckiges Arschloch. Ach, du großer Güter. Ja. Ich hab kein Feedback. Ja, gut, Harry. Hä? Was ist das? Alter, ich glaube, bei denen musst du eine Waffe nehmen. Du hast die vorher einfach nie getötet. Doch, da haben nochmal beide Schläge sofort gesessen. Nein, ich weiß auch noch, dass das mega lange gedauert hat. Bei den Hunden ist es besser, aber bei denen nicht. Hast gesehen, wie ich einfach irgendwie eingetreten habe, ey? Oh, Handystörung, das ist ja... Ich glaube, nach einem... Einem Schlag wäre ich jetzt tot gewesen, du. Hier ist bestimmt Edicht. Ich glaube, nach einem Sarg wärst du in Not gewesen. Oh. Hilfe. Ich hab die Sicht. Mann, ich hab das Handy doch weggetan. Ich höre doch gar nichts. Ich aber. Oh ja, das ist schön. Was war das? Pistolenmagazin. Patronen. Ach so, ein Magazin über Pistolen, so kann man was darüber nachlesen. Cool. So eine Waffenzeitschrift. Mhm. Wenn die Tür offen ist, ne, dann heiße ich Babel die Dimsen. Attention, attention. Oh. Was soll die Scheiße? Mama. Ich glaube, ich bin auf eine Maus getreten. Was war das? Ah! Und vor allem diese Kack. Was soll denn das Radio, wenn hier gar kein Gegner ist? Hier ist eigentlich. Vor der Tür. An der Decke. Irgendwo. Was? An der Decke? Nein, weiß ich nicht. Sowas darf es nicht geben, wenn man die Decke nicht sehen kann. Jetzt ist es weg. Ja, weil es hier vor der Tür ist. Nee. Hä? In den Wänden. Sie sind in den Wänden. Mach das Licht aus. Nein, das war das Dings. Es tut Der Basilisk. Ja. Es ist plötzlich alles weg. Was war denn das? Feder. Lecco Mio. Alter, ist das hier riesig. Gibt's ja auch noch hoch, ey. Ja, aber man kommt ja auch nur in jede fünfte Tür rein oder so. Ja, stimmt. Alter! Du Alphabetist! Ich nehme das jetzt. Und ich nehme das. Equip sie mal.
Oh, 79, ey. Du kleiner Stachelrochen, du. Ja, das geht mir der ab. Weiß ich auch nicht, ich bin irgendwie so in Resident Evil-Stimmung. Ne? Der Schlosskampf wird sogar nicht geöffnet werden. Oh mein Gott. Ey, gestern, ne? A friend in need. Gestern musste ich mit Schienenersatzverkehr fahren. Und statt 3 Minuten Bus, habe ich 45 Minuten mit dem Zug... Warum ist die Tür so klein? Das ist völlig falsch. Nichts drin, das ist ein Schrank anscheinend. Weil das keine Tür ist. Ich will aber nicht hoch, Mann, ey. Was willst du von mir? Jetzt wäre ich behindert ins Kopf. Ins Kopf, ja. Für Kopf nicht. Das sind auch alles nur scheiß Klassenräume, wer will da schon rein, ne? So ruhig. Zu ruhig. Diese Schritte. Oh, Alter, guck mal. Da kommst du endlich zu Teachers Room, Teachers Room. Geliebten Damentoilette. Wollte ich nicht in den scheiß Teachers Room. Nein, du wolltest in die Damentoilette. Ist. Nee, aber aus diesen komischen Dingens ist mir, glaube ich, irgendwas von wegen... Oh, dann gehe ich jetzt erstmal in die Jungstoilette. Geil, nein, Hilfe, Mama! Mama, töte es! Schießen! Hä? Das geht nicht, weil sie zu klein sind! Nein, klar, die hast du doch schon mal getötet. Ja, sicher? Voll in die Fresse. Kann ich hier jetzt schon treten? Alter, voll zensiert. Ja. Ich will nicht in das Klo reingehen, ne? Ich hasse das. Auch bei Bioshock und sowas. Ja, ich auch im echten Leben. Ich geh rein. Ja, ne, man denkt mal, es ist ein Monster in der Toilette, wenn man sich draufsetzt und beißt einem den Arsch ab. Nein, aber, bei Bioshock, ne, man geht ins Klo, ne, dann dreht man sich so um wieder rauszugehen und dann steht da plötzlich eigentlich. Ja, aber die Regel, so typische, du kennst Szene. Ja, die Cold Mirror-Regel, ja, ne? Ja, ja, klar. Wenn im Spiel kein Klo vorkommt, ist es scheiße, damit hat's schon gewonnen. Aber man kommt hier nirgendwo rein. Sinnlos. Ja, ich glaube, das wird nix. Hast du was von der Kasse geguckt? Naja, aber in die Klos habe ich noch nicht geguckt. Ich glaube, hier ist einfach nix. Ist ja das langweiligste Klo, das ist hier in einem... Naja. Wieso? Weil schon mal uns, so bei uns sind auch immer kleine Kinderzombies in einem Klo. In einem Badezimmer, meine ich. Vielleicht ja auf meiner geliebten Damentoilette. Ja. Da hältst du dich ja auch normalerweise am meisten auf. Mhm. Das ist ja noch spannender. Ja. Hier müsste man nicht so... Ah, das wäre super witzig. Besonders, weil da genauso ein komisches Teil dran steht. Was soll denn das? Warum haben die 2 Waschbecken und die Jungs nur 1? Was soll denn das heißen? Ja. Ha! Hä? Es ist nicht abgeschlossen. Verarschen? Habe ich das jetzt von dieser Seite geöffnet oder was soll das? Ach so, ja, hier warst du doch auch schon mal, oder? Ja, ja. Dann speichere ich jetzt. Hä? Ja. Warum? Weil ich speichern will. Ja, okay. Man kann doch unendlich speichern, oder nicht? Nee, waren wir jetzt schon überall, wo man hin kann? Nein! Also. Ich geh jetzt nach oben, aber... Ach ja. Ich will nicht sterben und so und das alles nochmal machen müssen hier. Das war ja auch so unglaublich viel. Würde ich auch nie mehr speichern. Ich kann nicht unendlich speichern, oder? Oder doch? Ja, klar. Ja. Mann, ich bin voll durcheinander, ey. Bin auch so an Resident Evil gewöhnt. Was machst du da? Infirmary, Infirmary. Guck mal, jetzt ist Duster, ne? Jetzt ist richtig Duster. Duster, oder? Voll Duster. Gut, dann sehen wir mal, was im zweiten Stockwerk ist. Vielleicht ist da ja alles gut, da sind Kinder, die spielen und... Johannesbrot. Nein, ich will kein Ticket. Kostet nur uns. Hilfe, Video. Ah.